Oh. Hündin ist im Läufigkeitsbereich. Haben wir die nächsten Tage gedeckt mit diesem Rüden. Wichtig ist ein Outcross. Wir haben schon mal mit dem Bruder von ihr gedeckt und sind top zufrieden. Also von den Hunden her gesehen, vom Handling, ist das hier ziemlich gut, was hier diese Richtung rauswirft, sagen wir mal so, uns gibt. Otago. Und auch er in der Ahnenfolge steckt in dem anderen Wurf drin. Ich zeige euch das dann auch mal auf dem Stammbaum, wie das aussieht. Und dann erkennt man das. Wichtig ist eben, beide Hunde wiegen ungefähr 27, 28 Kilo, sogar die Hündin etwas mehr, sind alle um die zwischen 68 und 70 groß, je nachdem, wie sie sich stellen, ja. Was gibt's noch zu sagen? Beide sind sehr, sehr kalte Hunde. Eigentlich das Kälteste, was ich bisher in meiner 30-jährigen Laufbahn eigentlich so im Zwinger stehen habe, ja. Und gut in Ordnung. Man kann also sagen, dass das klappt noch nicht hier. Man kann also sagen, dass natürlich kalte Hunde ja unglaublich lange laufen, wenn sie es im Kopf haben. Wenn ein Hund heiß wird oder heißer wird, ist er bei den entsprechenden Temperaturen einem Hund, der kalt ist und es nicht so im Kopf hat, auf jeden Fall überlegen. Das muss man also ganz klar und deutlich auch kommunizieren. Also nicht jeder kalte Hund ist einem wärmeren Hund überlegen. Ich zeige es euch nochmal. Da drin, zwischen den beiden Ohren, ja, steckt das hier, was ein Hund eigentlich braucht, ja. Aber die beiden haben es auch zwischen den Ohren. Und darum hier bin ich also wirklich unglaublich gespannt, was rauskommt und habe sogar meinen Urlaub Otago, den ich seit 3 Jahren geplant habe, abgesagt hier und ca. 1500 Euro in den Wind geschossen, weil man ja schon in die Vorleistung getreten ist. Aber das hat Priorität. Ein Mann braucht Ziele, ein Mann muss wissen, wohin die Reise geht. Und das hier, wenn ich da weg bin und stimmt was nicht mit dem Decken oder da ist ein irgendwas hier nicht in Ordnung, weil ich das nicht hier selbst hier verbrochen habe, so und sagen, ja, kann man gleich aufhören. Also ihr wisst Bescheid, ja, das ist kein Spaß, was wir hier machen, keine Upswürfe und nicht Huru, sondern das sind alles Zuchten, die geplant sind von langer Hand, ja, und hier wird alles hinten dran gestellt, alles ist zweitrangig, das ist erstrangig und daraus kommt dann das entsprechende Produkt dann raus und dann hoffen wir, dass wir weiter in unserer Hochleistungszucht der GTH-Philosophie arbeiten können. So, ihr wisst jetzt Bescheid, ja? Und denkt mal scharf nach hier, was so alles so passiert. Okay, dank euch. Ansprechend, sehr ansprechende Hunde. Otago. Na, springt links wie rechts, ja, ist nicht hier seidengebunden. Auch wichtig hier, auch interessant, ein interessanter Aspekt.
Also der Rüde will auf jeden Fall, er weiß auch, was los ist. Aber jetzt nicht hier. So, Ende im Gelände für heute. Wie versprochen, der Wurf, der Stammbaum von Merlin und Otago. Wir kennen, dass Otago und Pebe Geschwister sind. Optimus ist der Outgruß und der Outgruß-Rüde, somit sind Otago und Pebe Auszuchthunde. Pebe und Helium haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Allumfassend kann ich sagen, eine der besten Würfe, die ich seit 30 Jahren gesehen habe. Merlin ist der Sohn von Helium, somit sind wir in der gelben Linie, Magaga-Linie, auch wieder einige Generationen weiter. Wir sehen gleichzeitig Predator noch im Hintergrund. Der Clip, den ich verlinke, erkennt man Helium als Leader, Predator als Leader, Otago und Merlin sieht man auch in diesem Clip. Somit erwarte ich ziemlich viel von diesem Wurf.